den Wald. Darf ich bei Ihnen auch filmen? Ja. Waldkraut. Waldkraut, komm. Eine Waldohreule. Ja, und so eine Eule, die am Tag herumfliegt, ist etwas Besonderes. Und ist gar nicht so einfach, denn sie fühlt sich am Tag nicht sehr wohl. Waldkraut. Komm. Ja, und sie schaut sich immer um, denn sie weiß, Krähen und Elstern und Taggreifvögel hassen die Eulen. Waldkraut. Wo ist sie denn überhaupt? Hier? Ach, da. Die ist vor einem halben Meter von mir weg. Waldkraut, Waldkraut. Aus dem Bild gehen. Waldkraut. Die ist genau wie die kleinen Schneeeulen von mir aufgezogen wurden und hat deshalb keine Angst vor den Menschen. Mhm. Ja, ganz zart anfassen ist möglich. Waldkraut, komm her, komm. Komm. Waldkraut. Komm. Na komm. 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 Na los. Kommt die zur Frage. Komm. Vielleicht hat sie sich in deine Hand verliebt. Nein. Für die Eule ist, wenn man in Nähe eines Gegenstandes ist, ist man sicherer. Man kann sich verstecken, weil man macht sich entsprechend schlank. Waldkraut, Waldkraut, komm, Waldkraut. Damit Krähen und Elstern Waldkraut einen nicht sehen, denn die hassen die Eulen. Und wenn man in der Natur spazieren geht, Waldkraut, und sieht, dass Krähen und Elstern Theater machen, dann sitzt bestimmt irgendwo im Baum eine Eule, die man entdeckt hat.